Ja, jetzt waren vorhin nochmal zu fragen da, wie Zahnriemen, ne? Welche Vorteile und Nachteile hat er? Und muss man darauf achten und so? Also grundsätzlich, Zahnriemen hat man entwickelt, weil die Motoren, die da vorne eingebaut werden, immer stärker geworden sind. Also ein normales Fahrrad reicht eine Kette. Und habe ich schon mal eine Kette gewechselt an dem Fahrrad? Eher selten. Die Kette hält ewig und 3 Tage. Ne? So. Aber plötzlich wurden die Motoren immer stärker. Also Bosch vor allen Dingen ist da der Vorreiter von starken Motoren. Und die Antriebskräfte, die jetzt hier da übertragen werden, über Kette oder Zahnriemen ans Hinterrad, haben sich vervierfacht. Also die Kraft des Menschen, die der da in die Pedale neitritt, verstärkte der Motor um ein Vielfaches und rauskommt, die wird über eine Tonne Zugkraft, wird so ein Antrieb dann belastet. Über eine Tonne. Und anfangs sind die Ketten alle sehr schnell verschlissen bei den E-Bikes. Nach 2.000-3.000 Kilometern hat man dann Kette und Zahnräder ausgewechselt, weil man gesagt hat, oh je, die sind ausgedehnt und jeden Moment kann es reißen und so. Und das war dann die Stunde von dem Zahnriemen, Hersteller Gates. Gates, das ist ein Ami. Und die haben dann dieses Teil entwickelt. Die haben also auch mehrere Evolutionsstufen gebraucht, bis es funktioniert hat. Anfangs sind auch die gerissen oder die Zahnräder sind verschlissen und so weiter. Und mittlerweile sind die ausgereift. Man gibt also etwa 20.000-25.000 Kilometer Laufleistung an dem Zahnriemen. Ohne dass man den nachspannen muss. Aber ist das Einmal jetzt vielleicht. vergleichbar mit einer Kette, wo nicht umgeworfen werden muss? Was hält das länger wie die Kette? Ja, Ja? ohne Pflege und so. Eine Kette wird ja bloß ramponiert, wenn sie recht Zahnrad rauf, Zahnrad runter geschaltet wird, Sie oder? haben recht. Es gibt ja nach wie vor, zum Beispiel an dem Radar, ne, haben wir ja eine Nabenschaltung, eine Rohloff drin, und da läuft die Kette immer geradlinig. Aus dem Grund wird sie ja schon weniger belastet, wie eine, die bei Raketeschaltung die hoch und runter schaltet. Und ich kann diese Ketten hier, die da verwendet werden, stärker machen. Also mit mehr Material, die Lasche verstärke, sodass dann die Zugkräfte, die da entstehen, im Grunde genommen besser absorbiert werden. Also wir haben an den Narben hier etwa 15.000 Kilometer Kettelaufleistung. Ah gut, sehr gut, ne? Also Zahnriemen ist so richtig praktisch, wenn man sandige Gegenden fährt. Ich war mal im Pfälzerwald. Das glaubt man gar nicht, wie sandig der ist, gell? Oder wenn jemand an die Küste ist und dann bläst so der Wind über die Straße und dann hängt die zuletzt in die Kette drin und dann habe ich schon Räder gehabt, Jesus, no, da war die Kette alle versandet in der Werkstatt, stehen wir dann da und sagen, ja Mensch, wir machen das jetzt sauber. Das ist eine blöde Arbeit. Also ein Zahnriemen wäre da ganz praktisch. Was der Verschleiß anbelangt, wie gesagt, Zahnriemen kann ich nur bei Nabenschaltung nehmen, klar. Nabenschaltung, Novinci oder Roloff. Und da könnte ich genauso hergehen und könnte Kette nehmen. Also die halten sich im Moment so ziemlich die Ware. Zahnriemen ist die etwas teurere Ausführung, kostet so 100 Euro mehr etwa. Die Geschichte mit dem Zahnriemen hat noch vielleicht Eigenart. Und zwar eine Kette wird ja hier meistens durch den Rahmen durchgeführt. Ne? Also durch die Hinterbaustrebe, sagt man da. Oder Kettestrebe. Und wird mit dem Ketteschloss zugemacht. Die Kette. Die Kette und Glieder kann ich auf und zu machen. Das heißt, ich kann eine Kette an jedem Rahmen montieren. Ein Zahnriemen ist aber ein geschlossenes System. Das kann ich nicht auf und zu machen. Ja, doch, der ist zu. Aber. Ja, schon, aber da ist irgendwie zusammengefügt worden, oder ist er als Obstück, aus einem Stück gefertigt. Nee. Sie das Ding hält. Früher war der mal so, man hatte mal den Anfang einen Verschluss gebe, damit man hier durch den Rahmen durchkommt, weil die Hersteller haben ja gar nicht die Rahmen entsprechend konstruiert für sowas. Und Riese und Müller hat zum Beispiel das so gelöst, dass die alle Konstruktionen, die gemacht haben, dass man den Zahnriemen einfach durchführen kann. Also entweder hier, so wie da an der Schwinge, oder wie an dem Weißer Rädler, dass der Zahnriemen einfach unterhalb daneben von der Strebe da entlang läuft. Und damit muss ich ihn nicht aufmachen. Aber da. Ohne Unterschied zum Spannen?
Das da, ja, ja. Das ist ja das, wo dann noch einmal diese Nuance von wo es einfedert, die Längenveränderung, dass da noch einmal ein bisschen was ausgeglichen wird. Das ist ziemlich tricky da, das System. Also das heißt, Zahnriemen tun sich viele Hersteller schwer, denn sie müssen die Rahmen entsprechend konstruieren. Also ich kann jetzt sagen, ja, ich hätte es gerne Rad mit Zahnriemen bei dem und dem Modell. Nee, da muss man dann tatsächlich gucken, wenn ich sowas will, welcher Hersteller macht welchen Rahmen, den ich dann da entsprechend haben könnte.